Ich grüße Sie heute ganz herzlich aus der Kirche in Oberbreidenbach im Gruppenpfarramt. Willkommen. Schön, dass wir diese Andacht über die Bildschirme gemeinsam feiern können. Liebe Gemeinde, ich finde, ein Wort prägt gerade unsere Tage. Warten. Worauf? Naja, ich glaube, das muss ich nicht lange erklären. Ja, es dauert noch, bis alles wieder normal läuft. Aber ich merke, wie die Unruhe in mir wächst. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gerade mit angezogener Handbremse leben müssen. Und dabei darf ich schon wieder Gottesdienste halten, wenn auch mit Einschränkungen. Vieles darf ich, manches noch nicht. Schulen und Kitas tasten sich ganz langsam wieder an ihren Regelbetrieb dran. Und dann gibt es ja auch noch Berufe und Branchen, die noch sehr viel Geduld brauchen, bis alles wieder in normalen Bahnen läuft. Also warten wir zu. Denn schließlich ist es ja immer noch dasselbe Virus wie vor 3 Monaten. Und es ist ja vernünftig, die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Tage, Wochen, Monate zu warten ist anstrengend und kräfteraubend. Und erst unter den Eindrücken der letzten Woche wird mir klar, wie viel Geduld auch die Menschen schon zu biblischen Zeiten gehabt haben müssen. Wer wartet da eigentlich? Tage, Wochen, Monate haben auch die Menschen und Tiere in der Arche Noah ausgeharrt. 40 Tage und Nächte, so wird es erzählt, hat es geregnet. Die ganze Welt war überschwemmt. Die erste weltweite Krise, wenn man so will. Und die Insassen hatten keine Möglichkeit rauszukommen. 40 Tage Ausgangssperre. 40 Tage sind eine lange Zeit. Die Fastenzeit vor Ostern dauert so lange. Und die Zeit seit dem 13. März, seitdem die Lockdown-Maßnahmen in Deutschland hochgefahren wurden, sind schon mehr als doppelt so viele Tage vergangen. Diese 40 Tage tauchen in der Bibel immer wieder auf. Und sie ist aber keine Zahl, die ihren Wert ganz genau bemessen haben will. Sie ist eigentlich mehr eine symbolische Zahl. Es geht hier um einen Zeitraum, der nicht ganz so kurz, aber auch nicht ganz so lang ist. Und in dieser Zeit geht es eigentlich immer um Beschränkung und Entbehrung. Interessanterweise ist diese Wartezeit von 40 Tagen oder auch Jahren in der Bibel keine sinnlose oder verplemperte Zeit. Da passiert richtig was. 40 Jahre war das Volk Israel in der Wüste, nachdem Gott es aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und in der Wüste gibt es ja einige Entbehrungen zu überstehen. Hunger, Durst, Hitze. Und Gott? Der schickt seinem Volk Wachteln und Manna gegen den Hunger. Lässt aus einem Felsen Wasser entstehen. Und den Weg, den finden sie nachts durch die Feuersäule, die Gott ist, und tags durch eine Wolkensäule. Wahrscheinlich
wird es unter den Mitgliedern des Volkes Israel auf diesem Weg einige Streitereien gegeben haben. Und auch hier schafft Gott Abhilfe. Er schickt ihnen die 10 Gebote mit auf ihren Weg. Bevor Jesus seine ersten Jünger beruft im Neuen Testament, geht auch er erstmal für 40 Tage in die Wüste. Er fastet. Da sind sie wieder, die Entbehrung. Und in dieser Zeit wird er sich bewusst, was er den Menschen eigentlich über Gott erzählen will. In dieser Zeit muss er auch eine Bewährungsprobe überstehen. Der Teufel versucht ihn zu locken. Aber Jesus besteht die Probe. In der Geschichte von der Arche Noah braucht Gott anscheinend 40 Tage, um sich abzureagieren, weil er so sauer ist auf die Menschen und auf das, was sie alle Schlechtes getan haben. Gott braucht hier offensichtlich einen Neuanfang. In diesen Wartezeiten werden die Beteiligten mit etwas Neuem konfrontiert in diesen 40 Tagen. Sie müssen neue Handlungsmuster ausprobieren und erproben. Es geht hier um neue Erfahrungen mit Gott und mit sich selbst. Aber nicht nur die Menschen machen neue Erfahrungen mit Gott. Gott macht auch neue Erfahrungen mit den Menschen. Und in der Arche Noah-Geschichte, das finde ich besonders interessant, macht Gott sogar eine neue Erfahrung mit sich selbst und merkt, dass er so nicht weiter handeln will. Diese 40 Tage, Nächte oder Jahre bleiben biblisch so eine Art Reifungsprozess. Hier wird das Zusammenleben mit Gott noch einmal von einem ganz anderen Blickwinkel aus betrachtet. Überall dort, wo die 40 in der Bibel vorkommt, ist mir auch noch etwas Ermutigendes aufgefallen. Es geht eigentlich immer darum, eine neue Zeit danach vorzubereiten. Das Volk Israel kann mit vielfältigen Gotteserfahrungen und gewachsenem Vertrauen nun ins gelobte Land einziehen. Jesus geht auch aus seiner Wüstenzeit gestärkt hervor, bevor er beginnt, öffentlich zu lehren. Und nach der langen Regenzeit, nach den 40 Tagen und Nächten in der Noah-Geschichte, scheint Gott nun einen neuen Blickwinkel auf seine Welt und seine Geschöpfe gewonnen zu haben. Die Wassermassen fließen ab. Und das dauert wirklich wahr, tatsächlich nur mal 2 Monate, bis Noah und seine Familie endlich ihren Fuß auf trockenes Land setzen können. Als es dann soweit ist, legt Gott ein Versprechen ab. Und dieses Versprechen sagt, dass er für all seine Geschöpfe will, dass sie gut leben können. Und dass von nun an Liebe und Fürsorge sein Handeln bestimmen wollen. Wir sind anscheinend noch nicht am Ende unserer über 40 Tage langen Wartezeit angelangt. Und deswegen wünsche ich Ihnen gerade jetzt, dass Sie reicher werden an wertvollen Erfahrungen mit Gott und mit sich selbst. Und Gott gibt uns das Versprechen, dass er uns auch in dieser Zeit und in allem, was danach kommt, nicht verlassen wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Warten wir im Vertrauen auf das, was vor uns liegt. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Denn Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende.